BlizzCon 2014, Prey 2 ist tot und Witcher DLCs kostenlos. Das alles seht ihr jetzt in den Game News der Woche bei GrotoTV. Jetzt geht's los. Es wurde bekannt gegeben, dass die Witcher DLCs kostenlos erhältlich sind beim Spiel. Man muss sich nicht irgendwelche Collector Edition kaufen oder sonst irgendwas. Du kriegst 16 DLCs einfach kostenlos. Und ja, das Spiel kommt raus am 25. Februar. Prey 2, das Spiel von Bethesda, ist nun offiziell tot. Das hat ein Entwickler von Bethesda bestätigt, nämlich Pete Hines, gegenüber der Webseite CNET. Und ja, weil es einfach Streit gegeben hat mit anderen Publishern und deswegen ist das Ganze jetzt eingestellt worden. Und BlizzCon 2014, das vermutete Spiel Overwatch wurde nun jetzt bestätigt, das wofür ja schon die Blizzard nämlich Patent angenommen hat, das hat man ja schon gesehen, und ein neues StarCraft 2 DLC ist rausgekommen, oder Spiel, man nennt das StarCraft 2 3, und das heißt StarCraft The Legacy of the Void, ist richtig cool. Es geht hauptsächlich in der Story um die Protoss, und bei Overwatch geht es um so eine Art Ego-Shooter, was mal was ganz Neues ist von Blizzard, und es ist so ein bisschen, also von der Grafik so puffig und bunt. Und ja, das war's mit der heutigen Game News Folge und ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst euch ein Like da oder Kommentare und schaut euch mal bei Facebook, Twitch oder connectlive.de vorbei. Und ja, bis dann sage ich ciao, Leute.